Ich bin hingegangen. Ja. Heller machen. Aber meinst du, wir sollten das Tor vielleicht ein bisschen zuschieben? Kein Stress. Ich komme auf meinen Kanal. Wir sind nachts unterwegs zum Gefängnis. Wahrscheinlich habe ich die letzte Chance, das anzuschauen. Es wird verkauft. Investoren waren da. Es wird überwacht. Sicherheitsdienst war da. Hat gesagt, wir dürfen nicht rein. Na, Spaß beiseite. Hier ist der Haupteingang. Eigentlich wollte ich das nicht nachts filmen, aber wir haben es nicht früher geschafft, herzukommen. Schaut euch das an. Stacheldraht fehlt, der ist leider weg. Welche Tür meinte die eigentlich vorne zu ist? Ja, das ist tatsächlich echt vorsacht. Hier geht's rein. Hier geht's rein. Hier ging's rein. Und geht rein. Raus in den Hof. Und leider ist es wahr. Es ist alles kaputt. So gut wie. Geil, ja. Ja. Steine genommen, Scheiben eingeworfen und Feuerlöscher. Wo anfangen, wo aufhören. Ja, ihr kennt es. Die Location kennt ihr eigentlich. Aus vielen YouTube-Videos. Aber Nachtvideo gibt es, glaube ich, keins. Nicht, dass ich wüsste. Schaut euch das an. Alles kaputt. Alles kaputt. Diese Idioten haben alles kaputt gemacht. Und jetzt gibt es so einen Mega-Stress wegen diesem Objekt. Ja. Wo sind die Zellen? Hier? Ah ja. Vermutlich nein. Serverraum oder sowas. In der Art. Das sind solche Räume? Nein, das waren doch Zellen wegen dem Gitter. Ja, die sahen doch modern aus, wie man so vielleicht aus den Filmen kennt. Wo die auch Pyros waren. Naja, Gitter gab es trotzdem überall. Naja, hier fahren vielleicht doch Büroräume. Die Türen sind ja normal. Okay, keine Zellen. Falscher Alarm. Ja, hier sind Namensschilder und so weiter. Das ist falsch. Suche ich weiter. Unübersichtlich. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ja. Ich weiß es nicht. Hier sind wahrscheinlich die Zellen gewesen. Solche Türen, auch nur solche. Naja, dicke halt. Dicke Türen. Komisch. Naja, hier mit diesem Fenster. Ne? Das ist einfach was ganz anderes, so ein Gefängnis. Ist nicht dieser klassische Lost Place, den man so kennt, ja. Das Gefängnis ist selten. Also echt klein, ja. Man hat aber hier wenigstens ein separates Klo gehabt, nicht so wie man es aus Filmen kennt, dass hier jetzt ein Doppelstockbett ist und keine Privatsphäre. Also das hatten die doch. Okay, trotzdem will ich nicht
in so einer Einrichtung sein. Also darauf kann man echt verzichten, so einen Miniraum zu wohnen. Das ist echt nicht schön. Ja, irgendwo muss auch eine Kantine sein. Oder, naja, was heißt Kantine? Die haben ihr Essen wahrscheinlich hier bekommen. Oder auch nicht. Echt interessant, muss ich sagen. Komisches Gefühl hier zu sein. Anderer Gang, sieht aber alles gleich aus. Überall diese Türen und Zellen, alle Mini-Zellen. Sind alle hoch irgendwo. Wir gehen mal eine Etage hoch. Schauen uns das an. Aber es ist wirklich schon sehr viel Zeit vergangen, seitdem die Security bei euch das letzte Mal war. Ja, fast 2 Stunden. Es wurde geraten, nicht reinzugehen. Aber wir wollen ja nichts kaputt machen oder klauen, nur anschauen. Ja, ich habe einen Lautsprecher gefunden. Okay. Das haben wir auch gesehen. Ja. Da draußen. Also, die Bilder haben, können sie an die Gruppe schicken. Ja. Wir wollen in den Turm. Wir finden den Weg jetzt nicht auf die Schnelle. Sackgasse, oder? Nee. Hier geht es weiter. Aber hier geht es nicht weiter. Okay. Hier geht es. So. Dann gehen wir raus. Nochmal fragen, wie man da hinkommt. Aufzug. Da müssen wir in das Gebäude rein, oder? Ah! Wir müssen nachfragen. Okay. Vorne ist der Turm. Vorne ist der Turm. Muss doch abgeschlossen. Oder auch nicht. Nein, die sind da drin. Die sind da drin, aber ich kann jetzt nicht. Ja, da geht's rein. Okay. Ah ja. Ah ja. Interessant. Super. So sieht das aus. Und wieder raus. Wir müssen abbrechen. Gibt verdächtige Aktivitäten hier. Und irgendwas soll das sein, oder was? Da sind Geräusche von dem Hundezüchter. Gut, das muss ja nichts heißen. Ja, aber der ruft gern die Polizei. Also lieber raus hier? Ja, wir haben was gesehen und ist in Ordnung. Also. Na gut, viel länger wollten wir ja eh nicht werden. Besser wie gar nicht jetzt. Also, dann beende ich das Video jetzt hier an der Mauer. Das Leben ist ein Abenteuer. Das war mal ein richtig cooles Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.